Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tropico 6, die Beta-Version. Wir gucken rein. Kann ich helfen? Ein Pirat. Du bist falsch, Kumpel. Überfall endet in etwa einem Monat. Was macht denn hier eigentlich gerade? Ach, Schatz. Ja, Schatz ist gut. Ich habe gerade Meeresfrüchte geholt. Okay. Das könnte man auch im Übrigen hier hinten machen. Hier einfach nur neue Leute einstellen. Und zwar in rauen Mengen einfach. Weil das ist ja gerade unser größtes Problem. Und hier tatsächlich kosten die auch halbwegs wenig. Es wird teurer. Je mehr du einstellst, desto teurer wird es, glaube ich. Plankenexport funktioniert so langsam. Die Zeitung sollen wir machen. Wir haben doch jetzt hier einen Platz frei. Kerker. Medien und Bildung. Zeitung. Wäre hier eigentlich gar nicht mal so unblöd. Oder hier hinten eine Zeitung direkt... Hier vielleicht. So eine Zeitung. Na, obwohl, hier hinten macht das auch einen Eindruck. Oder hier, naja, da könnte man auch verschönern, diese ganze Region. Indem hier eine Zeitung steht. Unweit natürlich des Palastes, mit Blickrichtung darauf. Wer weiß. Gut bemessen, natürlich. Wenn wir das geben und nehmen, habe ich doch... Da unten war es auch nochmal. Geben und nehmen, natürlich. So, wir haben noch 2 Jahre und 2 Monate Restregierungszeit. Das ist wenig. Und da müssen wir halt jetzt echt mal Zucker ranbekommen. Goldnuss haben wir im Augenblick auf Lager. Schaut's bei euch aus. Nix im Ausgang. Da ist ein bisschen was an Zucker da. Steigt. Hier auch. Jetzt gucken wir mal, ob hier jemand kommt. Die Straße ist ja eindeutig. Da kommt einer. Und da unten kommen ganz viele. Das sind unsere neuen Arbeitskräfte, glaube ich. So, der bringt für Rumdistillerie. Okay, also da ist Zucker in rauen Mengen da, aber das wird in die Destille reingeworfen. Ich wünschte mir, da wäre mehr Zucker hier am Ausgang. Da müsste Zucker hin. Pass auf. Das forsche ich als Eure nächstes. Eure Freibeuter wollen den Anker lichten. Oh, furchtlosester Anführer. Doch es weht kein Lüftchen. Gold zur Piratenbucht liefern, okay. Die richtig guten Aufträge gibt es auch gerade gar nicht. Kaffee. Planken. Das da, ab dafür. Planken sind gut. Planken kriegen wir auch locker ran. Das kriegen wir auch hin. Effizientes Entrinden. Hastiges Entrinden. Wie viele Baumstämme haben wir hier gerade? Ist okay. Aber die haben unfassbar viele Waren im Plankenausgang. Unsere Transportbüros sind das Problem. Die kommen nicht so schnell zur Rande. Hier haben wir 6-4 drin. Weißt du, das ist halt echt die unfassbare Hölle. Was sagt der Überfallbildschirm? Braucht man für die Bergung hier. Goldene Ladung. Machen wir mal das hier. Piraten brechen auf, okay. Planken? Hey, Planken, super. Das ja gehört ja auch zu unserem Auftrag. Das kriegen wir zusammen. 1,5, oh, 1 Jahr und 6 Monate noch.
Und der nächste kommt hier in 19 Tagen. Der ist im Eingang. Okay, das wird jetzt knapp gerade. Aber das kriegen wir hin. Immer locker ab. Durch das Ganze. Freut mich, dass Sie Waren exportieren, Gouverneur. Aber ich habe die Hafenarbeiter beobachtet. Und wissen Sie was? Was? Ich glaube, dass Sie faul sind. Das ist richtig. Ganz arg sogar. Gouverneur, das ist einer der raffiniertesten Goldschmuggelpläne mit Kokosnüssen, in den ich je verwickelt war. Mensch, ein Glück. Der König und ich sind der Meinung, dass Sie gute Arbeit leisten. Geld verdienen, was? Das Leben besteht aber nicht nur aus Arbeit, wissen Sie? Kultur ist das, was Menschen mit Macht haben wollen. Okay. Blaupause Theater und davon sollen wir natürlich auch, wie könnte es anders sein, gleich mal eins bauen. Dann kommt hier ein Theater her. Höchste Priorität natürlich, selbstverständlich. Hier muss geschuftet werden. So, die Destille sollte natürlich jetzt auch die Hölle produzieren. Ja, tut sie auch. So, wie ist hier die Unterhaltung? Tavernenlevel. Okay. Können wir noch was anderes hier runterbringen? Nee, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Dann kommt da der nächste. Wir haben noch nicht mehr viel Zeit. 3 Monate. Boah, das wird echt sauknapp, Freunde. So, die Kokosnüsse rollen jetzt langsam, oder? Ja. Und die werden hier gelagert, hoffe ich. Ja, hier sind haufenweise Kokosnüsse. Nichts auf Lager. Was für ein bezauberndes Theater. Gouverneur, wir müssen jetzt das Theater besuchen. Das ist möglicherweise keine Falle. Es ist auch möglich, dass ich eines Tages König der Welt sein werde. Lassen Sie El-Präsidente das Theater besuchen. Wo bin ich denn? Feinde überall. Ich werde euch alle besiegen. Wo bin ich denn hier? Hier drüben? Ach du Schande. Die Orte sollten zu mir kommen. Ich muss zugeben, ich bin froh, weiterhin mit Ihnen zu arbeiten. Oh. Heutzutage ist es wirklich schwer, gute Hilfe zu erhalten. Oh, Gott sei Dank, wir haben wieder ein bisschen Zeit gekriegt. So, neue Handelsmöglichkeit. Was können wir noch verkaufen? Planken weiterhin. Haben wir doch noch einen, oder? Nee, das ist die Goldnussgeschichte. Machen wir weiter in Planken, meine Lieben. Der Palast ist schöner als dieser Ort. Wo ist denn Elpress? Ha? Der dümpelt doch hier garantiert irgendwo rum. Da ist er. Oh. El Presidente ist besoffen. Was ist denn hier los? El Presidente! Ich sollte mir was Hübsches kaufen. Wie einen zweiten Palast. El Presidente hat ein bisschen Schlagseite, würde ich vorschlagen. Zeitung der Unabhängige. Okay, der unabhängige Arbeitsmodus. Sollen wir machen? Viva la Revolución. Ja, so Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Revolutionäre Immigranten, okay. Wie viele freie Stellen? Es wird weniger. Wir haben langsam, kriegen wir das auf die Reihe. El Press? Ich habe den besten Job. Ja, irgendwas stimmt mit El Press nicht. Das ist doch nicht gesund. Was soll das Volk von uns denken? Wenn wir so durch den Palast schlendern, ist das ja in Ordnung, aber was soll das Volk denken?
Das ist eine Katastrophe. El Presidente völlig dicht. Was für ein Tag. Auf dem Weg zum Theater. Naja, gut, vielleicht ist das schon Vorbereitung. Gebäude neu platzieren, okay. Ach, wir können auch anpassen. Mehr Wachen. Ich würde mal fast vorschlagen, dass wir so langsam in mehr Wachen investieren sollten. Das dauert ja auch immer seine Zeit, bis da neue Wachen auftauchen. Einfach der Sicherheit halber. Man weiß ja nie. Okay, wir haben auf jeden Fall auch Wachen. Mehr Wachen hier im Wachturm. So. Erst helfen, dann predigen. Was? Erst helfen? Der Service wird verringern, falls die Gesundheitszufriedenheit der Besucher niedriger als 20 ist. Erhalten Sie außerdem Gesundheitsversorgung. Ah, unsere Kirchen machen die Gesundheit hier auf der Insel. Das wird immer wieder ein bisschen besser. Aber es ist, wir sind immer noch so pleite, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und wir haben nur noch nicht mehr viel Zeit. Wir haben 1000 Planken hier drin. 1000 Planken, okay. Wir sollen jemanden retten. Das können wir aber echt momentan in der Pfeife rauchen. So, warte mal kurz. Retten. Okay. Da haben wir Kokosnüsse, rauen Mengen. Hier auch, aber hier ist kein Gold. Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen als Gouverneur weitermachen oder eine neue Karriere in körperlicher Arbeit. Forderungen der Krone. Gute Arbeit, Gouverneur. Die Palmenbestand der Insel ist deutlich reduziert und ich für meinen Teil schlafe deswegen jetzt besser. Okay. Gut. Handelsroute mit der Krone erfüllen. Wir exportieren bereits Planken. Das sollte eigentlich auch nur noch eine Frage von Minuten sein. Bloß immer noch die ganze Zeit nicht auf Lager. Goldnuss, Gold. Okay, wir lassen uns mal so einfach dahingestellt. Spiel wird gespeichert, das ist schon mal sehr schick. Oh, das ist so schön hier. Ich würde die Insel noch weiter gerne so ein bisschen erkunden auch. Hier oben würde ich ja auch fast eher Richtung etwas anderem tendieren. Wo ist denn El Pres gerade? Ich werde Geschichte schreiben. Mit der Hand, wenn nötig. Oh, das ist glaube ich, ein Fehler. Warte mal kurz, ich drücke doch mal F1. El Pres nicht ganz. Läuft nicht rund. Fehler in der bei das nicht? Warum nicht? Warum kann ich das nicht schicken? Bin ich sure, ja. Hab ich doch. Optional. Nups. Nups. Jetzt. Gut. Senden wir mal raus. Mal gucken. Dafür haben wir ja eine Beta. Also ich möchte das schon gerne mal so ein bisschen mitteilen, wenn mir was auffällt. Vorhin hätte ich ja auch, hier ist ein Schiff durch die Insel gefahren, das hätte man vielleicht auch melden sollen. Oh, wir haben Entwicklungshilfe bekommen, das ist sehr schick. Ich laufe zu viel herum. Das sollte man vielleicht auch mal melden. Das
Edress ist durchgehend betrunken unterwegs. Läuft daher auch in Missionen äußerst langsam. Ich muss zugeben, ich bin froh, weiterhin mit Ihnen zu arbeiten. Okay. Heute. Ja, das freut mich auch. Umso mehr, dass wir jetzt hoffentlich bald unabhängig werden. So, wir müssen Goldnüsse an die Schmuggler abführen. Machen wir aber nicht. Wir behalten das für die Piraten ein. Und exportieren Fisch an die Krone. Haben wir doch ein bisschen, oder? Weiß ich nicht. Und der Press gerade. Feinde überall. Ja. Ich werde euch alle besiegen. Wir könnten jetzt hier unten natürlich einen Trick machen und hier gleich nochmal einen Wachturm aufbauen. Hier vielleicht irgendwo noch. Sicher ist sicher. Gleich um das Theater mal ein bisschen zu bewerten, ja. Finde ich auch schick. Ja, wir haben 4 Jahre Restregierungszeit. Wo ist Elpress jetzt? Sollte ich hierfür nicht ein spezielles Auto haben? Uiuiui. Elpress hat schwer Schlagseite. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt hier mal gerade ein... So, hier mal ein bisschen hübsch. Schöner Park. Eine Parkanlage, die dürfte auch mal sein. Kann man auch mal machen. Benötigt Highschool. Haben wir eigentlich schon irgendeine Form der Bildung? Nee, ne? Weltkriege verfügbar. Ein Fort. Hm. Haft für unsere, ja, Brunnen. Haus, ja. Welt, alles, viele geile Sachen sind halt erst ab den Weltkriegen auch überhaupt erst verfügbar. Darsteller, klassische Inszenierung, Impro-Theater, El Presidente, das Musical, erhöht die Unterhaltskosten um 20%, jeder Bürger, der das da hat, bei Basis, oh, seine Zustimmung zu erhöhen. Keine Touristen bevorzugen dieses Gebäude. Entschuldigung, altes Haus, ich habe ein klitzekleines Ja, das kriegen wir hin, der Exportroute läuft ja schon. Ich sollte mir was Hübsches kaufen. Wie einen zweiten Palast. Wir haben nicht mal Geld für einen. Was ist da nur los? Elpress. Oh no, Elpress kommt am Rumlager vorbei. Und da liegen, warte mal, 1400 Tonnen Rum. Also, das ist unfassbar. Elpress schwer am Kämpfen. Er hat jetzt auch wirklich lang gebraucht von einer Insel hierher. Oder mache ich irgendwas falsch? Der Palast ist schöner als dieser Ort. Charismatisch. Ach, da können wir umstellen. Nein, nein, das will ich nicht. Nee, nee, nee. Ja, unser Palast ist schöner als überhaupt jeder Ort. Oh, hier unten gibt es ganz viele böse Häuser. Das müssen wir langsam mal ein bisschen umbauen. Ne? So, bauen wir hier mal ein paar Häuschen auch außen rum. Ich habe so das Gefühl, uns fehlt hier einfach auch ein bisschen die Wohnmöglichkeiten. Baracken gehen hier leider nicht hin. Aber Landhäuser manchmal. Aber hier könnte man noch eine hinbauen. Einfach noch ein paar mehr Wohnungen. Unsere Bevölkerung wächst ja auch tatsächlich und wir haben unfassbar viele Obdachlose. Eieiei. Dann sollte man durchaus ein bisschen gucken, wo sich eben solche Wohnungen auch etablieren. Gerade hier zum Beispiel ist es ganz, ganz gefährlich.
wenn so viel Armut herrscht. Hier oben könnte man das auch mal machen. Oh, nee, wir sind so pleite, dass gar nichts mehr geht. Entwicklungshilfe von der Krone nehmen wir natürlich gerne. Jetzt einen Drink. Okay. Elbrez ist auch am Weg. Elbrez ist auch am Weg. So. Okay, jetzt hier oben weiter geht's. Hier oben muss irgendwo eine Baracke hinpassen. Vielleicht nochmal zwei Landhäuser her oder sowas. Einfach damit der Platz hier mal ein bisschen besser genutzt wird. So. Und, Elbrez, wie schaut's aus? Hauen Sie ab. Hey, was ist los mit dir? Tropikaner gibt sogar Zustimmung. So. Und Elbrez ist auf dem Weg, fast drinnen. Und Rainer. Fast geschafft. Sie? So, wir haben es geschafft. Der Theaterbesuch kann durchgehen. Presidente, ich wurde angeschossen. Was? Oh, du armer Penultimo. Oh. Als ich nach den Erdnüssen griff, hat irgendwas Peng gemacht. Dann nochmal Peng. Noch 9-mal. Das? Ich habe mich über den Bau dieser Luxusloge gewundert. Sie ist sehr offen und nicht, oder nicht? Und dieses besondere Theater, entworfen von der Krone, es hat viele dunkle Dachvorsprünge. Oh, oh, oh. Erwachen Sie etwas gereizt aus Ihrem Schlaf. Penultimo ist ein Volksheld. Wir respektieren jene, die sich für die Sache eine Kugel einfangen. Einige von uns hoffen, selbst einmal angeschossen zu werden. Was? Ja, wir haben natürlich die Wachtürme. Wir sind auf die Invasion vorbereitet, Gouverneur. Und da kommen sie. Hoffentlich sind sie langsam, damit wir sie von Weitem treffen können. Ja, das wäre schön. Unsere Wachtürme funktionieren, Gouverneur. Oh, Präsident, ihr seht heute so hübsch aus. Oh, tut mir leid, ich habe ein wenig geblutet, seit ich angeschossen wurde. Und mir ist ziemlich schwindelig. Nahrung, sie wird dem Volk helfen, vor Glück fett zu werden. Glaube! Freiheit. Freiheit, sie wird dem Volk helfen, für sein Glück zu kämpfen. Die Zeit ist gekommen. Wir flüstern nicht mehr, sondern stehen auf den Dächern und schreien: Revolution! Heute verlangen wir höflich unsere Freiheit. Irgendetwas stimmt hier nicht, Gouverneur. Ich habe ein brennendes Verlangen, euch Präsidente zu nennen. Präsidente! Ja, die Zustimmung, 52 von 60? Mein Gouverneur, die Menschen sind voller Zorn. Ihr Hass auf die Krone macht sie krank. Oder vielleicht ist es der Ruhm? Wahrscheinlich der Ruhm, den haben wir gestreckt. Besetzt er... Oh, ein Fort. Okay, wir sollen ein Fort bauen. Das machen wir natürlich selbstverständlich. Lasst uns ein Fort bauen. Wir kriegen natürlich jetzt, glaube ich, keine Unterstützung mehr von der Krone. Das heißt, wir sind ziemlich pleite eigentlich. Wie viel Geld kann man da? 9000. Ja, da muss man ein bisschen beschleunigen. Wir verlieren auch gerade massiv Einnahmen. Wo geht unser ganzes Geld eigentlich hin? Der Bau, ja, die Löhne sind halt auch, das Plantagenlöhne sind extrem hoch. Okay, wir haben Geld, dann lass uns das vorbauen. Das Fort wird gebaut, meine Lieben. Man soll uns die Flanke schützen. Okay, wir sollen bei den Revolutionären. Okay. Was bringt uns weniger Ruf? Baracken? Die Zeitungen mögen sie, die Baracken wollen sie nicht so gerne.
Revolutionärer Nachfahre, Forderungen der Krone. Natürlich deutlich mehr hier. Sie kommen mir bekannt vor. Okay, können wir den irgendwie unterstützen? Nein, ne? Meine Bauarbeiter-Kollekte perfekt zur Geltung kommen. Okay. Ja, gut. So, bauen wir das vor, meine Lieben. Wie schaut es mit unseren Einnahmen aus? Also unsere Staatskasse ist so fast immer wieder bankrott. Wir steigern uns und dann sinken wir wieder ab. Das liegt aber, glaube ich, daran, je nachdem, wie viel Einnahmen wir durch Export erzielen. Weil das Zeug ist ja da. Es ist sogar so voll, dass teilweise hier gar nichts geht. Also es sind die Transportgeschichten, die hier das Problem sind. Wieder Entwicklungshilfe bekommen. Wir müssen das ein bisschen im Blick behalten. Ein Frachter kam gerade noch an. Gouverneur, die Menschen sind sehr zufrieden mit dem Fort. Bis jetzt ist unsere Revolution eher... Okay, wir haben jetzt ganz, ganz viel gerade auf einmal gemacht, ich weiß. Überfall abgeschlossen, retten. Okay, wir haben ein paar Leute gerettet. Wir retten mal viele. Nee. Felle, Kokosnüsse, Zuckerwolle. Sechs Monate. Ich weiß gar nicht, ob das so lange noch Zeit hat. Machen einen Goldschmuggel. Okay. Ich sehe es kommen, das wird jetzt gleich richtig böse werden. Und, wie schaut es da aus? Voll. Ausflug machen. Auf die Barrikaden. Für den Angriff oder zur Abwehr von Angreifern zur Offensive bereit. Ausflug machen. Ich frage mich, Gouverneur. Heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Schließen Sie den Überfall Beute ab. Irgendeinen wahrscheinlich. Machen wir halt. Gut. Lassen wir das mal laufen. Das kann ja auch laufen. Das hat ja auch ein bisschen Zeit. Das ist voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. Okay, wir machen das jetzt so. Wir haben auch ein bisschen Geld gerade auf der Hand. Das lassen wir auch so. Wir müssen bloß mehr Einnahmen generieren. Und das machen wir halt einfach über wenige Möglichkeiten. Ganz einfach. Wir bauen hier noch ein Transportbüro direkt hier auf. Wenn es geht. Wir brauchen deutlich mehr Transport. Nein, nicht Luxusvilla, Baracken. Dann gibt es hier noch eine Taverne. Nein, hier haben wir schon eine. Können wir noch eine machen. Dann machen wir Folgendes. Ich weiß, wir haben wenig Geld. Ich hätte gerne aber hier... einen kleinen Laden. Und eine Kapelle. Aber das geht nicht mehr her, ne? Gut, lassen wir das mal so laufen. Das darf so laufen. Die Kapelle-Geschichte, da müssen wir nochmal gucken. Da einer. Da ist tatsächlich einer, der mit Kanonen bewaffnet hier. Naja, gut. Jetzt pass auf, wir machen mal Folgendes.
So, machen wir das mal so. Und dann geht der hier so rauf. So. Und jetzt machen wir hier Folgendes. Und zwar, wir machen jetzt hier nochmal ein Transportbüro her. Und dann kommt hier nochmal ein Kokosnuss. Kann man nicht ernten. Holzfäller. Dann eine Plantage. Bringt uns nichts, wenn wir die hier hinstellen, ne? Ist viel zu klein alles. Hier oben könnten wir eine hinbauen. Ein bisschen, wenigstens ein bisschen was. Meine Lieben, wie es weitergeht, erfahrt ihr selbstverständlich in der nächsten Folge. Wenn ihr Bock habt, bis dahin. Danke fürs Zuschauen, habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.